mal hier hoch. Da haben sie ein bisschen erhöhte Base. Den Turm down. Ja, hätte besser laufen können, aber ist okay. Und das Problem ist, dass da drüben jetzt noch ein Turm ist. Ich komme da aber auch nicht anders rüber. Ah, kurz. Dann hätte ich den Turm nämlich vielleicht gar nicht machen sollen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass hier eine Furt ist. Nee. Gut. Okay, eigentlich müssen wir da jetzt wieder mit den Lanzenträgern reinpreschen. Auch bemannt, ne? Okay, wenigstens den Turm haben sie recht schnell down. Lass mal durchrennen. Rennt jetzt bitte alle durch. Die holen wir jetzt nicht mit dem Bogenschützen runter. Gibt es mehr Punkte, wenn man die ganzen Dörfer verbrennt? Normalerweise ist es schon so. Aber das können wir nach dem Level können wir mal gucken, was es anzeigt. Es gibt auf jeden Fall EP nach jeder Runde. Muss ich gleich mal angucken. Naja, das Level zieht sich wahrscheinlich noch ein bisschen. Also in diesen Gefechten gegen die KI einfach nur oder gegen Mitspieler, da war es auf jeden Fall in den ganzen Age of Empires immer so, dass du auch Punkte gekriegt hast für Gebäude zerstören und solche Sachen. Deshalb vermute ich, dass es hier genauso sein wird. Ich kann, ob ich die hier oben platziere oder ob das so riskant ist. So, jetzt gucken wir mal. Wie viel haben wir auf Nahrung? 4 Leute auf Nahrung. Ihr müsst auf jeden Fall mehr Nahrung machen. Habe ich hier irgendwo die Tiere? Oh. Ein paar sind relativ weit weg. Ja, ich will doch keine Schmiede spielen. Ich will erstmal hier bauen. Das Holz. Jetzt mal hoch zum Holzfällerlager, bitte. So. Ganz wichtig. Dorfbewohner ausbilden. Ja, wir müssen erstmal definitiv auf Nahrung gehen. Ich keine Speer mehr, gell? Schon mal mit, ihr macht schon mal hier das Mitarbeiterlager. Können wir eigentlich nur ums Dorfzentrum ein bisschen Farmen machen? Im Feld arbeiten. Also ich muss auch dazu sagen, ich bin mehr der Basebauer und Verteidiger. Mit Belagerung habe ich es nicht ganz so. Speichern mal kurz und dann probieren wir mal, ob wir den Hügel einnehmen können. Straboren,
Ohne dass wir direkt abgeballert werden. Immer quasi nehmen. Brauchen wir da die. Ja, auch mit dazu. Ja, jetzt habe ich die mitgenommen. Ich muss mir die Tastenkombination noch ein bisschen einprägen. Das heißt, du bist keine griechische Kriegsgöttin. Oha. Nein, leider nein. Nicht so ganz. Wir gehen jetzt erstmal auf Ressourcen. Und hier die Verbesserungen rein. Und sich das mit Gold schon. Erstmal Nahrung noch. Sammelrate, 3 Kapazität. Das ist beim Jagen. Da wird zu dran. Ja, okay. Nee, brauchen wir nicht. So, ich zu eng hier. Ihr habt keinen Bock, euch daneben zu stellen, gell? Lass mal die mal da oben. Ich glaube, die greifen mich auch gar nicht an. Heinrichs Präsenz unmittelbar vor Bayeux würde nicht unbeantwortet bleiben. Jetzt bereiteten seine Streitkräfte sich auf einen Angriff durch Roberts Armee vor. Mit Häuser. Oh, sie haben natürlich jetzt von der Seite angegriffen, wo nicht viele Pfähle sind, ne? Das war jetzt natürlich ein bisschen doof. Heinrich wehrte den Angriff ab, aber er wusste, dass die Stadt den Kampf nicht aufgeben würde, solange Bayeux noch stand. Kein ist aktiv. Ach, Quatsch. Nicht so richtig. Schade. dann gehen wir vielleicht doch auf Mauern. Ich weiß, ich könnte noch einen kleinen Angriff gehen, aber ich liebe einfach Verteidigungsanlagen. Thema Tor ist echt noch ein bisschen schwierig. Ich habe auch noch nicht rausgekriegt, wie ich das Ding drehe. Ich habe auch eine Option nichts gefunden. Machen wir das mal so. Auch nicht. Ja, willst du mich verarschen, Spiel? Irgendwo muss ein Tor hin können. Nicht bauen. Ja. Oder nicht? Manchmal verstehe ich das nicht. Wir finden das weiter vor. Dann kann ich da nämlich noch vielleicht ein paar Türme hinsetzen. Abreißen. Okay, am Gold haben wir jetzt auch definitiv genug Leute. Ich nehme mal ein paar Leute noch zum Bauen vor. Als ob ich hier. Hier kann ich ein Tor hinbauen. Ja, das ist natürlich scheiße, weil da wollte ich eigentlich Türme hinbauen. Geht doch irgendwo noch hin. Hm?
So cool, wie das aussieht mit diesen Umrissen, wie sie quasi bauen. Auch was Neues. Okay, das geht. Du kannst es erst platzieren, wenn es steht. Das finde ich noch ein bisschen schwierig. In den alten Age konntest du das komplett frei platzieren. Und hier hast du quasi diese Quadrate. Und du kannst echt wenig Türme bauen. Finde ich noch ein bisschen schwierig. Aber okay, kriegen wir auch hin. Mit den Ressourcen läuft's. Nahrung hin. So viele Türme. Ja, ich liebe Türme. Ich weiß, die meisten spielen so nicht, aber ich liebe das absolut. Okay, das ist ein bisschen doof hier, ne? Gib das mal. Wow, Hilfe! Au, schneller! Haben wir es angelockt. So, mein Dorfbewohner, da ist es natürlich weg. Hier irgendwo Stein? Warte. Oder ich baue dann halt einen Markt. Als ob hier aussieht. Dann Holzfäller hin. Bild mir mal einen Speer aus. Dicht. Okay. Sieht doch schon ganz gut aus hier. Da darf er teilen. Zinner. Schmiede. Also einen Stall haben wir schon. Kaserne oder sowas noch nicht. Gehen hier mal ein paar ab. Stand brauchen wir noch eine Kaserne. Dann brauchen wir gleich auch noch Häusernis. Wo eine vielleicht hier hinten bauen. Oh. Aber wir kriegen keinen Stein, das heißt, ich kann meine Türme nicht mal verbessern. Das ist ja ärgerlich. Mal gucken, aber es sieht schlecht aus. Bauen Sie eine Schmiede. Ziel erreicht. Machen wir ein Mit Hilfe Arsenal. Eines Schmieds konnte Heinrichs Infanterie schon bald Belagerungsgerät bauen. Könnte mir Steine natürlich auch kaufen können, macht Platz. Wenn die nämlich Rammböcke bauen, wahrscheinlich die Türme auch. Ist mein Erkennleiter, ich wollte noch nicht so gut. Okay, das ist der Schießstand. Oh, keine Verbesserung. Ja, ärgerlich. Was brauchen wir denn noch? Das haben wir alles. Das haben wir. Dorfzentrum brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay, gebaut haben wir jetzt schon mal alles. Dann macht ihr mal noch Holz weiter.
Kannst du noch ein paar Häuserlis bauen? Ja gut, ich glaube, ich brauche keine Steine kaufen, oder? Na, wobei. In den Turm. Lass mich den Turm auswählen. Danke. Heinrichs Infanterie war nun in der Lage, Rammböcke zu bauen. Belagerungswaffen, die Festungsmauern durchbrechen können. So, jetzt können die quasi Rammböcke machen. Und diese Belagerungstürme zum Hochkommen auf die Mauern quasi. Okay, also wir gehen wahrscheinlich hier rüber, hätte ich gesagt. Weil da drüben war deutlich mehr Einheitengewusel. Gucken wir erstmal. Nahkampfschaden erhöhen. Genau. Rüstung erhöhen. Ich würde gerne meine Bogenschützen auf. Ah, da. Fernkampfschaden aller Gebäude und Einheiten. Ja. Rüstung. Lager aufmachen. Oh, die können sich unterwegs heilen? Das ist ja cool. Sonst habe ich keine Verbesserung, wie es aussieht. Ah, da noch. Mammut Waffenknechte zu frühen Waffenknechten. Wir haben die noch nicht, aber die müssen wir vielleicht noch ausbilden. Gut gepanzert. Wir sind halt echt anfällig, vor allem gegen die Fernkämpfer. Schnell durch, ne? Vielleicht rück die mal nicht zu weit vor, weil ich renne dann meistens gleich raus. Und jetzt haut er ab. Oh, ihr Angsthasen. Mensch. Oh, dazu. So, und dann können wir Armee aufbauen. Ich würde dann auf jeden Fall Usense hier machen. Ich glaube, ich kann kein Zeitalter aufsteigen. Nee. Wie kommt es, wenn ich jetzt die Rammböcke produziere? Ne? 1, 2, 3. Bau schneller! Los, bau schneller! Du kannst auch gleich reparieren dabei. Okay. Muss sicherheitshalber alles durchgucken, dass ich auch nichts übersehen habe. Der Marktplatz hat keine Leute sind unnütz. Untätig, meine ich natürlich. Unnütz. Mit ihren Rammböcken konnte die englische Armee Bayeux mächtige Mauern durchbrechen. Brechen Sie die Welle. Ja. Das machen wir. Was ist da? Was zum Reparieren? Naja, klar. Mach's von außen. Ist okay. Und dann gehen wir in Angriff. Ja, die brauchen noch ein bisschen länger. Ich glaube, ich baue noch eine zweite Kaserne. Warum ist uns zu lang? Oh, jetzt kommen sie mit Sperrkämpfer. Wir haben halt auch Fackeln dabei. Schützen mehr wäre vielleicht auch noch ganz geil.